Ja, das war schon sehr hektisch. Also gerade der Kurs war sehr technisch und da wollte jeder vorne fahren. Gerade wenn man da hinten war, hat man schon ja, einen extremen Ziehharmonika-Effekt gehabt und war auch sehr gefährlich mit Stürzen oder muss man aufpassen. Ich gedacht, ja, besser mal vorne fahren oder attackieren. Ich habe mich gut gefühlt, habe gedacht, gut, das ziehe ich einfach durch. Ja, es wird sicher eine andere Tour wie die letzten Jahre oder wie wenn ich als Kapitän nach Start gehe, ist weniger Druck, aber ja, man muss sicher auch richtig gut drauf sein, um dann gute Berghelfer zu sein und Jay ist super drauf. Ich denke, bei der Dauphiné hat das auch schon ganz gut geklappt, dass ich ihm geholfen habe und schauen wir mal, dass wir ihn aufs Podium bekommen. Ja, ich glaube, Vingegaard und Pogacar sind ganz klar die Favoriten und ja, danach kommt lange nichts. Ich denke, die werden das unter sich ausmachen normalerweise. Ihm ist als erstes losgefahren, deshalb war er vorne und dann muss man halt auch das Bein dran haben, um das auch durchzuziehen und das hat er dann gut vollendet. Ja, besser geht immer. Also es war noch ein Platz frei, ne? Aber Emanuel hat sich das mehr als verdient heute. Der hat eine richtige Nummer abgezogen, von dem her würdiger deutscher Meister dieses Jahr. War super happy mit dem zweiten Platz und bin echt happy auch für Emu, weil ja, hat er sich mehr als verdient heute. Ja, viel Stop and Go und dann ist es auch möglich, dass Emu da allein 100 Kilometer durchzieht. Nichtsdestotrotz war es eine wahnsinnige Leistung von ihm, aber ja, das Stop and Go hinten, ne? Hat das auch mit ermöglicht. Ich glaube, jeder hatte ziemlich kaputte Beine oder war ziemlich hin auf den letzten 50 Kilometern.